Herzlich willkommen zu einem neuen SM Wi-Fi Battle. Diesmal kämpfen wir gegen Sun. Ich habe mir ein neues Team erstellt. Guck mal, ob das so funktioniert. In Amigento, nicht Amigento sein. Stein könnte Probleme machen. Im Sinne vom Sweepen. Ich rede mal eher mit Karamell. Wobei, nein, lieber nicht. Wir gehen direkt raus, den Bricks. Weil ich echt keinen Plan habe, mit was er leadet. Es ist 20 vor 2 und der Typ hat mich herausgefordert. Und ich habe das Team gerade fertig gehabt. Also, warum nicht direkt testen? So, Pokémon-Trainer Sun fordert dich heraus. Er kommt mit Tektas. Du warst Wasserkäfer. Du trägst sie offensiv fest. Ich glaube nicht, dass der Luft nicht reichen wird, aber versuchen wir es. Überleg, was du mir machen kannst. Eigentlich nicht großartiges. Vielleicht abschlagen. Ich denke aber eher, dass du rausgehst. Ja, er geht raus. Was hast du nur noch? Beruhigungsfrei. Ja, Beruhigungsfrei ist immer gerade was Denken angeht. Oh, jetzt weißt du, dass ich den Ballglas trage. Hm? Okay, wir ziehen ihn sehr, sehr wenig ab. Oh Gott. Ich möchte kein Toxin riskieren. Das einzige Pokémon, was ich in Dings reinholen kann, ist halt mein Sherox. Leider ohne Abschlag, sondern mit Verfolgung. Das kann man dann jetzt auch denken und geht jetzt raus in sein Feuermon. Als ich wieder vergessen habe, hier, das Feuerdrache der 7. Gen, da kommt das Toxin. Aber der könnte nicht denken, ich gehe raus in Sherox und habe den Abschlag drauf und gehe raus. Nein, er bleibt drinne. Das ist nicht gut. Hast du die Donnerwelle drauf? Speed Genesung. Ja, weit und wahrscheinlich nur gucken, was ich mache. Verdammt, wieso habe ich nicht den Abschlag auf dieses Sherox drauf? Ich habe das mit Wingen auflockern. Was zu machen? Er kann nochmal aufs Toxin gehen. Ich gehe für den Patronenhieb. Gucke, was er macht. Wir machen auch relativ guten Schaden. Für den Donnerblitz. Auf Hex. Gut, er geht für Donnerblitz. Wir gehen jetzt raus. Auf jeden Fall ist das speziell defensiv ausgelegt. Hauen wir ab. Und hattest du ein Boden-Pokémon mit? Das weiß ich jetzt nicht. Egal, was ist Karamell, ich das rausnehmen können. Okay, gehst für Genesung. Damit bekomme ich jetzt keinen Damage auf mein Karamell, das ist schon mal gut. Du hast Nidoking mit. Raus auf Nidoking? Wahrscheinlich gehst du raus auf Nidoking. Er ruft zurück. Wir gehen für die Kehrtwende. Da kommt das Nidoking. Wir hauen das Nidoking an, auch wenn es nicht sehr effektiv ist. Immer Schaden ist immer gut. Überlegen wir, welchen Pokémon können wir am besten dagegen an? Wenn er Scarf ist, sind wir nicht schneller. Wir sind auf jeden Fall nicht schneller, also. Das ist schwer. Hm.
Wir müssen rausgehen, Dings. Und den Wecker droppen. Der spielt live ab. Okay. Wir werden Überschallknall. Ich muss den Wecker droppen. Ich muss dieses Nidoking rausnehmen. Das ist zu riskant. Natürlich müssen wir auch treffen. Ich weiß auch nicht, ob wir den Ort spielen. Ich bin zwar zu voll inne. Der geht raus. Dann geht er im Vorübergang, wenn wir Vorübergang jetzt treffen. Okay, es ist speziell defensiv. Komm, triff. Bitte triff. Danke. Es macht nur die Hälfte. Noch nicht mal die Hälfte. Natürlich weiß er, dass wir jetzt rausgehen. Er wird auf Erholung gehen. Wir gehen raus in Muffin. Da kommt die Erholung. Wir gehen natürlich wieder in Ablatit. Ich weiß nicht, ob der riskieren will. Kann natürlich sein, dass er jetzt dran bleibt und Toxin drückt. Aber weiß ja nicht, welches das Spiel. Nein, er geht raus. Was hast du denn mit? Sein Tornator. Drache Feuerbogen mit der 7. Gen. Okay. Natürlich könnten wir jetzt. Wir gehen erstmal auf Schutzstachel. Ich könnte ja jetzt natürlich predikten, dass wir rausgehen. In unser Primarena. Weil Primarena ist einfach der beste Counter. Was machst du? Er geht fürs Irrlicht. Wir gehen raus an Dings und droppen den Draco. Ja, Überriss haben wir ja schon gesehen. Er geht für Verhöhner. Ich überlegt lang. Okay, er ruft zurück. Was gehst du? Porygon. Gut, Porygon wird den Wecker ja ziemlich gut fressen. Falls er trifft. Ob er trifft. Er wird natürlich denken, wir gehen wieder raus in Porygon. Oh, nicht in Porygon, in Rigaron. Ich weiß nicht, ob du auf Toxin oder auf Dings gehst. Er geht auf Genesung, er bleibt sicher. Denke mal, am meisten Schaden machen wir mit dem Psyshock. Einfach weil du speziell defensiv aufgelegt bist. Denke ich mir mal. Er ruft zurück.
Was gehst du? Er geht in sein Tektas. Ja. Ach, die Hälfte. Bester Counter gegen Tektas ist Primarena. Kommen wir Primarena rein. Ja, die Wasserdüse habe ich auch erwartet. Deswegen bin ich rausgegangen. Ja, denken mal, was gehst du? Was hast du noch? Nidoking? Gehst entweder Nidoking oder Lucario könntest du gehen, oder bleibst drin? Da gehst du in Porygon. Porygon 2. Ja, Porygon 2. So, ich hasse dieses Ding in diesem Kampf jetzt schon. Wir machen den keinen Damage. Du hast einen Donnerblitz drauf. Ich kann Donnerblitz fressen. So, gehen wir raus. Das ist mehr. Oh, warum habe ich einen Tarnstein damit? Jetzt switche ich nur hin und her. Kommt der Donnerblitz? Du gehst jetzt wieder raus in dein Totonator. Oder bleibst drin und hast mich predicted. Dann gehst einfach straight für den zweiten Donnerblitz. Nein, du gehst raus. Gehst du in Totonator? Ja. Was ist die Frage? Gehst du zurück in Porygon? Wir gehen fürs Niederwasser. Vielleicht bekommen wir den Burn, wenn das wieder in Porygon geht. Was er wahrscheinlich wieder gehen wird. Natürlich könnte er jetzt gucken, was wir machen. Und drinbleiben. Hab vergessen, wie seine Attacke hieß. Kann das Ding auch eigentlich Schutzstacheln? Das hat ja welche auf dem Rücken. Jetzt hat die Panzerfalle. So ist die spezielle Attacke. Er geht zurück in Porygon. Ich denke mal, er wird jetzt denken, wir gehen wieder raus in Figaron. Und geht für das Toxin. Oder. Ja, geht direkt raus. Sein Ding. Er geht für den Eisstrahl. Was Eisstrahl? Toxin, Genesung und Donnerblitz drauf. Warum spielst du nicht Triplett? Du kannst eigentlich kaum was gegen Dings machen, aber du bleibst drin und gehst für das Genesung. Okay. Jedes Mal, wenn ich denke, du gehst raus, bleibst du drin. Das ist das Problem, dass ich dir kein Damage richtig drücken kann. Okay, hier haben wir Patronenhieb drauf. Du gehst für den Arschreit, haust auf den Fries. Wir tanken noch mit 3 KP, das heißt, wir hauen noch einen Patronenhieb raus. Er kann noch eine Genesung raushauen, aber wir kommen jetzt in Vigeron rein. Oh, dieses Genesung-Spam nervt. Hast du bald keine mehr? Ne, der hat bald keine mehr. Direkt raus in Karamell. Ich weiß jetzt nicht, ob ich volle
lieber auf dich drauf habe. Also schon. Ne, wir haben im Rucksack, wir haben gar nicht die Rückkehr. Aber der Bradford müsste eigentlich reichen. Bitte. Ich meine jetzt auf Nidoking. Mein Kampf dauert schon 15 Minuten. Das ist krass. Bradford, der bleibt drin. Ich habe gehofft, dass du rausgehst auf Nidoking. Seid ihr natürlich wieder in den Stromstoß gegangen. Und du gehst wieder in den Eisstrahl. Wir sind elektrofähig. Okay, er friest mir. Ich meine, sind wir beendet? Sind wir beendet? Ja, wir sind beendet. Wir bleiben einfach drin. Er kann nicht mehr so viele Genesungs haben. Er geht raus. Tutanator kommt rein. Machen die Hefte einen Schaden? Er geht wahrscheinlich jetzt in seine Panzerfalle. Können wir rausgehen in Melody? Was machst du? Panzerfalle? So, wird nicht aus. Du hast noch dein Pogelgun. Also gehen wir wieder fürs Siedewasser. Ruf zurück. Gehst du wahrscheinlich mit deinem Pokémon 2. Yeah. Eisstrahl, Donnerblitz. Okay, reicht nicht. Man, aber wir müssen... Mist, aus der Server raus. Gut, Pokémon 2 ist draußen. Vorteil für uns. Das nervige Gestolle. Ding weg ist. Man kann jetzt ein Nidoking. Nidoking wird uns wahrscheinlich auch speeden. Das Problem ist, ich kann da nichts wirklich Gutes reinholen. Das einzige Gute, was ich reinholen könnte, wäre Breaks, und Breaks würde ich dann nicht reinholen. Okay, Matschbombe. Wir haben die Offensive, also, aber ich glaube, wir tanken sie nicht. Nein. Was? Okay. Auf jeden Fall viel Damage gedrückt. Trotz Life Orb hat da Nidoking es nicht ausgereicht. Hm. Wendet sich doch noch das Blatt für mich? Aber sein Steinchen-Ding macht mir Probleme. Das sehe ich jetzt. Und Karaman ist ziemlich angeschlagen. Er geht raus an Lucario. Wahrscheinlich mit dem Patronen Himbeerung lohnt sich es nicht mal rauszuwechseln. Außer natürlich, er spielt das Spezielle und ich drücke auf das Niederwasser rum, ich nicht auf die Mundgewalt oder auf den Zweischock. Okay, er spielt mega. Ich hätte den Zweischock gehen sollen. Aber der Patron geht nicht. Er geht für die Vakuumwelle. Na gut. Hm. Ich überlege gerade. Hä? Ist das eigentlich eine Attacke überlegt?
Wir gehen für den Flammenwurf. Jetzt überlegt er natürlich, was wollte ich drücken? Wahrscheinlich den Luftschnitt. Geht er raus in seinen Tutonator. Wahrscheinlichkeit hoch. Kommt das Tutonato? Den Luftschnitt echt gehen sollen, aber ist jetzt nicht so schlimm. Natürlich hält er sich jetzt das wieder hoch. Wir gehen raus in Magic Flamme. Weil ich weder in Piron noch in Dings reinwechseln möchte. Ich müsste einfach mal Sweat für die Attacke gehen, die ich glaube, dass er rausgeht. Für den Brüller. Wenn du mir einen Bricks wieder reinholst oder links. Ach, noch mal fett. Danke für die freie Heilung. Jetzt wahrscheinlich geht er wieder auf den Brüller oder geht's auf den Dings? Denk mal, du gehst wieder auf den Brüller, weil du denkst, ich kann das. Du gehst raus, das ist nice. Raus in sein Stein-Ding. Metheno hieß das, so. Natürlich geht man Edesam daneben. Du gehst wahrscheinlich aus dem Hausbruch. War ja irgendwie klar. Standard-Moveset von dir. Nee, geht für die Samen. Ich hoffe, du greifst jetzt an. Und gehst nicht für den zweiten Ausbruch. Bitte greif an. Er geht rein. Gut. Er greift an. Blöd ist, jetzt bricht sein Schild auch noch. Ich weiß nicht, ob der Akrobatik überleben. Eigentlich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt investiert sind. Ich habe nämlich zwei verschiedene Brigarons. Karamell schneller. Will ich mal hoffen. Auf den Quick Attack gehen kann. Ah, ich spiele das Epic. Ja, der wird reich. Deswegen sollte ich nicht um 2 Uhr morgens kämpfen. Interessant, dass du genau das gleiche Set von Metheno spielst wie ich. Ja, Metheno ist wie. Ich
mir am Anfang gedacht habe, als ich das Team gesehen habe. Ich schmatsche wieder mit meinem Kleber rum. Ich soll den woanders hinstellen, wenn ich was mache. So, richtig schön gespielt. Auch ein bisschen Saw-lastig. Mal dazu sagen. 4-0 gewonnen. Ein 25 Minuten Kampf. Boah, schon lange nicht mehr. Ich hoffe, euch hat der Kampf gefallen und bis zum nächsten Mal. Bye.